Seid gegrüßt. Ich spreche heute mit Holger Kreimeier von Massengeschmack TV über Wirtschaftspolitik. Holger, sei gegrüßt. Wie ist denn deine Position? Du bist ja der Meinung, dass wir in Deutschland einen Fachkräftemangel haben. Ja, nicht nur ich bin der Meinung, auch viele Institute und viele Unternehmen und alle möglichen. Und ich muss ja auch nur auf die Straße rausgehen, um es zu sehen, dass wir Fachkräftemangel haben. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Ich wohne in Hamburg und ich sehe es ja überall auch. Ja, privat, im Handwerk, ja, da würde ich dir zustimmen, aber ich schaue mir ja gerne die Zahlen an und wenn man sich die offiziellen Arbeitslosenzahlen anschaut, dann sieht das eher nicht so aus, als ob wir da einen großen Mangel hätten. Also die Fachkräftelücke liegt in Deutschland laut Institut der deutschen Wirtschaft bei ungefähr 630.000 Menschen. Und bei 2,7 Millionen offiziellen Arbeitslosen müssten sich da eigentlich genug finden, die man ausbilden könnte und zu diesen Fachkräften machen könnte? Oder wieso bist du der Meinung, dass das nicht so einfach geht? Na, zunächst einmal, wir haben ja im Moment eine Arbeitslosenquote von, glaube ich, 5,8%, wenn ich es richtig gelesen habe, im August. Vor 20 Jahren, wenn wir da eine Rezession gehabt hätten und eine solche Wirtschaftslage gehabt hätten, wäre die Quote schon längst bei 11 oder 12% angelangt. Du siehst ja daran schon mal, dass die Arbeitslosenquote weiterhin extrem niedrig ist, dafür, dass die Wirtschaftslage momentan so schlecht ist, dass sich da wohl offenbar irgendwas verändert hat. Also insofern, ja, das eine sind die offiziellen Zahlen, das andere ist halt die reale Lage. Und insofern, natürlich gibt es immer Menschen, die vielleicht, wo Arbeitsplatz und Arbeitskraft nicht zusammenpassen. Das ist ja klar. Es muss, ist ja wie so ein Puzzle. Es muss ja auch zusammenpassen. Und sicherlich gibt es heutzutage auch Menschen, die, sagen wir mal, Bürgergeld vielleicht beziehen und vielleicht, keine Ahnung, auch nebenbei im Internet ein bisschen Geld verdienen, am Finanzamt vorbei und vielleicht gar nicht richtig Lust haben, sich einen Arbeitsplatz zu suchen. Du hast ja heutzutage ganz neue Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen. Also ich glaube, dass die Ziffer derer, die, sagen wir mal, unter der Hand ihre Kohle machen, speziell eben im Internet, dass die mittlerweile auch ziemlich hoch ist. Also insofern ist da auch ein gewisser Anteil an Leuten, denen ich nicht unterstellen will, dass sie faul sind, aber dass sie zumindest nach anderen neuen Wegen gesucht haben, um ihren Unterhalt zu verdienen. Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Du hattest in der Honigwabe, da warst du ja zu Gast, da hatte ich auch ein Video zugemacht, so ja. Als Gedankenspiel, so hast du das gesagt, wäre es nicht möglich, dass man alle Sozialleistungen streicht und dann guckt, ob die Leute dann anfangen zu arbeiten. Wie meintest du das genau? Der Staat muss ja immer darauf reagieren, was Sache ist und muss sozusagen regulierend eingreifen, da wo es nötig ist. So, und wenn wir eine Situation haben, jetzt mal davon ausgehend, dass meine These stimmt, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben, dann sollte der Staat ja alles dafür tun, dass die Leute alle sozusagen auf Deutsch gesagt den Arsch hochkriegen und arbeiten gehen, damit wir auch damit die Arbeit, die anliegt, auch gemacht wird. Und dann kann der Staat ja nicht sozusagen Anreize liefern, zu Hause zu bleiben und zu sagen, na gut, wenn du nicht arbeitest, kriegst du vom Staat trotzdem genug Geld. Das ist das Gedankenspiel dabei. Natürlich bin ich nicht dafür, das komplett abzuschaffen, um Himmels Willen. Also auf Arbeitslosengeld 1 hat man ja ohnehin ein Recht, weil man zahlt ja schließlich auch dafür ein, wenn man arbeitet, für die Arbeitslosenversicherung. Das ist ja sowieso klar. Aber ich finde, dass natürlich, dass man der Staat in dieser Situation eher alles dafür tun muss, dass die Leute arbeiten gehen. Damals war das, wie gesagt, anders. Natürlich, als wir zu wenig Arbeitsplätze hatten und die Arbeitslosigkeit so hoch war, konnten die Leute ja nichts dafür, dass sie nicht arbeiten gehen konnten. Es gab ja keine Arbeit. Das ist eine andere Situation. Die hat sich ja komplett geändert. Und ich finde, dass der Staat dann auch umdenken muss und hier auf denn sozusagen andere Maßnahmen ergreifen muss, um die Situation in den Griff zu bekommen. Ja, aber also du hast ja diese Zeit, wo wir so extrem hohe Arbeitslosigkeit hast, angesprochen. Also die 2000er Jahre unter Gerhard Schröder, als auch die Agenda 2010 gemacht wurde. Aber das waren ja echt besondere Zeiten. Also in der bundesrepublikanischen Geschichte hatten wir ja auch mal eine viel niedrigere Arbeitslosigkeit. Nämlich in den 60er und 70er Jahren, da hatten wir ja Vollbeschäftigung und da war die Arbeitslosenquote wesentlich geringer als heute und die Zahl der offenen Stellen war so um das Jahr 1970 herum 10-mal so hoch wie die Zahl an offiziellen Arbeitslosen.
Also es ist ja eine viel größere Vollbeschäftigung möglich, als wir sie aktuell sehen. Gut, nun würde ich nicht die Situation in den 60er Jahren mit heute vergleichen. Mein Vater hat auch damals auf der deutschen Werft gearbeitet. Und es gab einfach zu wenig Arbeitskräfte. Genau, damals war das auch so. Die haben sich da alle einen ruhigen Job gemacht, nach dem Motto, naja, entlassen werden wir sowieso nicht, weil wir werden ja gebraucht. Und deswegen gab es dann ja auch den Zuzug von Gastarbeitern nach Deutschland. Das ist ja genau der Grund gewesen, warum die nach Deutschland geholt wurden, weil man massiv Leute brauchte. Und da kann man natürlich wiederum die Frage stellen, war das vielleicht am Ende ein Fehler, die Leute so massenhaft ins Land zu holen? Und natürlich hat auch dann der Fortschritt dazu beigetragen, dass hier und da einige Arbeitsplätze weggefallen sind, die es vorher vielleicht gegeben hat. Da kann man jetzt, ich glaube, also um Gottes Willen, da kann man, glaube ich, jetzt 1000 Gründe anbringen, warum das so war und warum es sich so entwickelt hat. Ja, aber damals war das nicht eigentlich eine bessere Situation als heute? Also das, du hast ja erzählt, dass es damals entspannter zuging als heute sogar, dadurch, dass die Arbeitslosigkeit so gering war und die Unternehmen quasi den Arbeitskräften möglichst beste Bedingungen bieten müssten. Wäre es nicht politisch sinnvoll, so eine Situation wieder anzustreben? Ja, natürlich, ja, klar, sicherlich. Ja, aber du meinst jetzt, man sollte es den Arbeitgebern ein bisschen schwerer machen, indem man die Arbeitnehmer, die potenziellen vom Staat mit Geld unterstützt, oder was? Nee, die Löhne müssen steigen. Die Löhne müssen steigen und ja. Die Beschäftigung muss noch weiter steigen. Ja, also ja klar, natürlich. Aber gut, ich sag mal so, die Situation ist ja im Prinzip auch so. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, weil wenn sich jemand, vor allem jemand, der gut ausgebildet ist und dringend gebraucht wird, ein Ingenieur oder keine Ahnung, in der Richtung oder auch eine Pflegekraft, kann man ja vielleicht sagen, okay, ich bin jetzt hier Pflegekraft, ich bin ausgebildet, ich habe was drauf und dann stellt die Pflegekraft sich in verschiedenen Krankenhäusern, in verschiedenen Institutionen vor, Pflegeeinrichtungen vor und guckt dann, wo sind die Bedingungen für mich am besten. Das ist ja Angebot und Nachfrage. Ja, beim Pflegesektor, das ist ja auch so ein interessantes Beispiel, da würden viele Pflegekräfte sagen, ich würde wieder in den Job zurückkommen, wenn dort die Arbeitsbedingungen besser wären, beziehungsweise ja, wenn der Lohn höher wäre. Also da gibt es ja hunderttausende Leute, die diesen Job mal gemacht haben und die dann abgebrochen haben, weil er zu anstrengend war, weil die Arbeitsbedingungen nicht gepasst haben hauptsächlich. Ja. Und 70% aller Teilzeitpflegekräfte sagen, sie würden bereit sein, mehr zu arbeiten, bei besseren Arbeitsbedingungen und einem höheren Lohn. Ja, klar. Da habe ich auch tatsächlich kein Verständnis dafür, dass die Politik hier nicht massiv etwas dafür tut, dass sich die Lage verbessert, weil da werden ja nur auch wirklich dringend Leute gebraucht, weil es geht uns ja auch alle an. Ich meine, ich bin jetzt auch 51, wer weiß, wann ich mal irgendwann da niederliege und mich freue, wenn sich jemand um mich kümmert. Das ist ja auch unser aller Zukunft. Wir alle werden alt, du auch irgendwann in der ferner Zukunft. So, und insofern verstehe ich das auch ehrlich gesagt nicht, warum auf dem Sektor seit so vielen Jahren das nicht in die Hand genommen wird. Also es wird immer gesagt, jetzt gehen wir es wirklich an. Jetzt werden wir uns, und wir applaudieren jetzt auch in der Corona-Zeit und so weiter. Und vielen, vielen Dank. Und ihr seid die Besten. Ja, und am Ende auf dem Lohnzettel wirkt sich trotzdem nicht aus. Ja, also höherer Pflegemindestlohn, den auf 20, 25 Euro zu erhöhen, da wärst du dabei. Ich kann jetzt keine konkrete Zahl sagen, ich bin kein Experte, aber auf eine Höhe, die auf jeden Fall so ist, dass der Job attraktiv ist und dass die, ja, wirklich viel mehr Leute diesen Job auch machen. Klar. Ja, also die Zahlen, die habe ich jetzt auch so etwas oberhalb des aktuellen Mindestlohns da angesetzt. Also für eine Hilfskraft liegt er bei 13,90 Euro, für einen Auszubildenden bei 14,90 Euro und für eine Fachkraft bei 17,65 Euro aktuell. Also ich habe es dann etwas darüber angesetzt, die Zahlen gerade einfach. Damit meinte ich eine deutliche Lohnerhöhung. Ich habe nur irgendwelche Zahlen gemacht, um das genannt, um das irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen. Ich weiß auch gar nicht, ob es nur ums Geld geht oder auch um die Frage geht. Ich weiß ja, ich kenne auch Leute, die in dem Bereich tätig sind. Es ist ja wahnsinnig viel Stress aufgrund der Unterbesetzung. Gut, das hat ja damit wiederum zu tun. Wenn mehr Leute da wären, hätten sie, ne, das ist, ergibt sich ja dann da auch daraus, klar. Aber ich glaube, dass die Arbeitsbedingungen mindestens genauso wichtig sind wie die Höhe des Lohns. Ja, die Arbeitsbedingungen verbessern sich, wenn die Unterbesetzung endet und diese Unterbesetzung, richtig,
Ja. Die kann man halt am schnellsten, also das ist die Maßnahme, die man am schnellsten ergreifen kann, da einfach mehr Geld reinstecken. Ja. Und es gibt ja Bereiche, da kann der Staat plötzlich, das sehen wir aktuell, sehr schnell sehr viel Geld für ausgeben, beispielsweise, um jetzt mal ein anderes Thema zu nennen, für Rüstung. Also da hat der Staat ja plötzlich 100 Milliarden bereit, ohne dass es dafür eine konkrete Notwendigkeit gäbe, ohne dass vorher dafür was angespart worden wäre, sondern das Geld ist einfach da, wenn die Regierung sagt, es muss da sein. Also sowas sollte doch im Pflegesektor auch möglich sein, oder? Gut, die konkrete Notwendigkeit, die sehe ich schon, weil die Bundeswehr wirklich extrem marode ist und dringend und ja kaputt gespart wurde. Insofern ist auch klug ist, da jetzt eine Menge Geld reinzustecken. Und auch die Pflegekraft und jeder Mensch in diesem Land hat ja Interesse daran, dass wir uns verteidigen können im Fall der Fälle. Also das gilt ja für uns alle, es betrifft uns ja alle, wenn wir eine gute Landesverteidigung haben. Klar, natürlich hast du recht, dass man sagen kann, okay, dafür war das Geld plötzlich da und für andere Dinge, da wird dann irgendwie jahrelang rumdiskutiert. Ja, sicherlich, das stimmt, ja. Ja, man könnte auch die Bankenrettung nennen oder... Ja. Halt immer, wenn eine Krise ist oder wenn die Politik einfach sagt, es muss Geld dafür da sein, dann ist dieses Geld plötzlich da. Dann werden einfach neue Schulden aufgenommen und dadurch wird das finanziert. Also sowas müsste doch bei anderen Bereichen in der Pflege, für unsere Infrastruktur, für unser Bildungssystem doch auch möglich sein. Ja gut, das ist natürlich die Frage, ob jetzt irgendwann der Punkt erreicht ist, wo das dann ein bisschen viel wird. Ne? Also da sind wir ja beim Thema Schulden. Wie viel Schulden sind... erträglich und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ansichten dazu, dass Schulden machen eigentlich kein Problem ist. Andere sagen, Schuldenabbau ist viel wichtiger, um sozusagen ja bei den Ratings besser dazustehen. Ja, natürlich. Also ich denke mal, Deutschland hat so viele Sicherheiten und ist ein so wirtschaftlich starkes Land, dass es uns sicherlich nicht so sehr schaden würde, wenn wir jetzt noch mal irgendwie ein bisschen mehr Schulden aufnehmen würden. Also diese in der einer solchen Situation, wo diese Lage so dramatisch ist und wo so viele Investitionen gebraucht werden im Verkehrssektor und in der Pflege und überall, muss man halt darüber nachdenken, ob es, was jetzt wichtiger ist, jetzt wirklich muss es unbedingt eine schwarze Null sein oder sollten wir nicht denn doch lieber die Dinge in die Hand nehmen? Das gilt ja für jeden Privathaushalt auch. Ich meine, wenn ich irgendwie dringend renovieren muss, dann muss ich mir halt einen Kredit aufnehmen, wenn ich es nicht auf einmal bezahlen kann. Das ist dann halt so. Wie würdest du das denn sehen? Sollte der Staat jetzt mehr Schulden machen? Also deine Ausführungen gerade, die deuten ja eher in die Richtung. Wir haben großen Investitionsbedarf und jetzt müsste man mal anpacken, anstatt die ganze Zeit nur auf schwarze Null zu setzen. Also ich denke, dass Lindner jetzt schon ein bisschen zu sehr die Schrauben anzieht in dieser Situation. Ich kann das verstehen, weil er ist von der FDP und er hat damit Wahlkampf gemacht und Wahlversprechen abgegeben, dass er genau das nicht machen will. Aber ich finde, er kann es ja gut begründen, weil niemand hat diesen Krieg vorausgesehen. Und wir haben auch natürlich immer noch, auch wenn die Pandemie in dem Sinne vorbei ist, immer noch die Nachwehen der Pandemie finanziell und wirtschaftlich. Die spüren wir ja immer noch, dass man natürlich das damit gut begründen kann und sagen kann, im Moment brauchen wir einfach noch mehr Geld und müssen uns noch mehr Geld leihen. Natürlich aber immer im Hinblick darauf, dass man sagt, das geht nicht ewig so weiter. Wenn wir die Lage im Griff haben, wenn wir die maroden Strukturen verbessert haben, dass wir dann uns auch bemühen, tatsächlich dann auch wieder auf die schwarze Null zu kommen. Ich finde an sich immer nur Hand aufhalten und immer mehr Geld, das ist ja so wie bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Wenn das Geld nicht mehr reicht, wird der Rundfunkbeitrag erhöht. Das ist mir auch zu einfach. Also ich erwarte schon von Politikern, dass sie verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen. Also aktuell sind die Unternehmen Nettosparer. Unsere Wirtschaft, die besteht ja aus vier Sektoren, den Unternehmen, den Privathaushalten, dem Staat und dem Ausland. Und die Unternehmen, die haben sich früher in den 60er, 70er Jahren noch verschuldet. Mittlerweile sind die Unternehmen Nettosparer. Das heißt, sie sparen, sie investieren nicht, sie sparen. Und da
muss der Staat doch eigentlich langfristig Defizite machen, um das auszugleichen, oder? Oh Gott, das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt, ich bin kein Wirtschaftsexperte, da überforderst du mich jetzt gerade etwas, ob das der richtige Weg ist. Ja, natürlich. Also du meinst, der Staat soll mehr Schulden machen, um den Unternehmen wiederum den Anreiz zu liefern, dass sie investieren. Ja, unter anderem einfach um auszugleichen, dass sie es aktuell nicht tun. Denn wenn alle weniger Geld ausgeben, dann schrumpft die Wirtschaft und dann haben wir weniger Wohlstand. Das ist ja so eine Logik. Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Und wenn die Unternehmen ihre Ausgaben kürzen, dann sinken auch die Einnahmen der anderen Wirtschaftssektoren. Das heißt, da muss der Staat dann also durch zusätzliche Ausgaben ausgleichen. Das ist so ein Gebot makroökonomischer Vernunft, damit man eben die Wirtschaft nicht abwirkt. Also und die Ausgaben sehen denn so aus, dass man den Unternehmen mehr Steuern erlässt, damit sie mehr Umsatz haben? Oder wie, was meinst du? Oder meinst du die Infrastruktur einfach zu verbessern? Infrastruktur verbessern wäre eine gute Investition. Ich habe einfach ganz neutral von mehr Ausgaben gesprochen jetzt erstmal. Weil du gesagt hast, man sollte langfristig wieder zur schwarzen Null. Also ob man diese Ausgaben, ob man dafür jetzt sich höhere Renten leistet, höhere Löhne, ob man das Geld in Infrastruktur investiert. Also das kann man ja dann einzeln sehen. Aber erstmal grundsätzlich zu sagen, dass wenn die Unternehmen Nettosparer sind, dass es dann nicht möglich ist, dass der Staat auch versucht zu sparen, weil das halt nicht gut für die Konjunktur ist und das der Wirtschaft schadet. Ja, es klingt vernünftig. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, der Staat muss dort regulieren, eingreifen, wo es notnötig ist. Und da ist es ja offensichtlich nötig, weil wir da ein Problem haben. Ich meine, du hattest ja auch schon mal Dirk Ehns zu Gast. Das ist ja so ein bekannter MMT-Vertreter. Der hat sich zu dem Thema auch schon geäußert. Erinnerst du dich an das Interview noch? Dirk Ehns? Ja, den hattest du schon mal auf Massengeschmack TV zu Gast. Und der hat da ganz kurz die MMT erklärt, also so ein 20-minütiges Interview. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern daran. So. auf jeden Fall hat der auch erklärt, dass ein Staat sich eigentlich theoretisch unbegrenzt verschulden kann, und zwar solange die anderen Wirtschaftssektoren sparen, denn wenn die anderen Wirtschaftssektoren auch Geld ausgeben und der Staat auch Geld ausgibt, also alle versuchen Geld auszugeben, dann führt das nur zu Inflation. Also das ist quasi die Ausgabebeschränkung, die der Staat hat. Inflation. Ja. Die Ausgabebeschränkung ist nicht eine zu hohe Verschuldung oder irgendein Rating von irgendeiner Agentur, sondern die Ausgabebeschränkung, die der Staat hat, ist zu hohe Inflation. Irgendwann, wenn der Staat zu viel Geld ausgibt und die anderen Sektoren auch versuchen, Geld auszugeben, das gehört immer dazu, dann führt das dazu, dass die Wirtschaft überhitzt und eine Inflation entsteht. Also das ist laut der MMT jetzt vereinfacht gesagt die Ausgabebeschränkung, die der Staat hat. Okay. Ja, gut, Inflation hat ja vor allem mit der Geldmenge zu tun. Das ist ja der Hauptgrund für Inflation, oder nicht? Nee. Also mit der Geldmenge hat das relativ wenig zu tun. Also es kommt jetzt drauf an, welche Geldmenge du meinst. Also es gibt ja die Geldmenge M0, M1, M2 und M3. Also wir beschränken uns jetzt mal auf M0. Das ist die Zentralbankgeldmenge. Das ist die Zentralbank noch am einfachsten mit steuern kann. Und die zwei Länder, die in den letzten 10 Jahren ihre Zentralbankgeldmenge M0 am stärksten ausgeweitet haben, die Schweiz und Japan, also von allen Industrieländern, die hatten die niedrigste Inflation. Das heißt, eine steigende Geldmenge führt nicht unbedingt zu Inflation. Okay. Also. Gut, das ist interessant, was du mir da erzählst. Ich nehme es mal so hin, ja. Das ist ein langer Streit in der Wirtschaftswissenschaft. Also das hat man schon natürlich seit Jahrhunderten. Das ist gar nicht mal was Neues. Die Quantitätstheorie, die du gerade erwähnt hast, die ist ja uralt. Und seitdem tobt da eigentlich ein Streit darüber, wie man am besten Inflation erklären kann. Ja, na gut, wir haben jetzt ja deshalb eine hohe Inflation. Wir können es ja an der aktuellen Situation festmachen, weil die Energiepreise so massiv gestiegen sind. Das ist ja der Hauptgrund. Und das und das hat wiederum damit zu tun, dass wir eine höhere Nachfrage als ein höheres Angebot haben. Ja, aber das liegt doch vor allem daran, dass das Angebot zurückgefahren wurde. Also beispielsweise die OPEC hat ja am Anfang von Corona 10 Millionen Barrel pro Tag Ölförderung gekürzt. Also dass sowas zu einem steigenden Ölpreis beispielsweise führt, das ist klar. In Europa, da haben wir gerade diesen Wirtschaftskrieg mit Russland und das sorgt natürlich dafür, dass die Gasversorgung beeinträchtigt ist. Also gibt viele fundamentale Gründe dafür, dass die Preise so stark steigen. Aber die haben ja alle nichts mit der Geldmenge zu tun. Mhm.
Ja, sicherlich, aber wie gesagt, also normalerweise ist das ja, also so hab ich jedenfalls Inflation erklärt bekommen, dass es mit der Geldmenge zu tun hat, aber ja, es kommen wahrscheinlich viele Faktoren zusammen, ja. Ja, wie gesagt, das ist so ein uralter Streit. Also ich finde ja die keynesianische Inflationstheorie am überzeugendsten, also dass die Inflation den Lohnstückkosten folgt, also der Steigerung der Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivität. Also sprich, wenn die Lohnkosten stärker steigen als die Produktivität der gesamten Wirtschaft, dann gibt es Inflation. Wenn die Lohnkosten nur genauso schnell steigen, dann bleibt das Preisniveau stabil. Also so ganz einfach gesagt. Und das heißt, die Löhne sind der wichtigste Faktor, der Inflation erklärt. Danke für den Ja, Vortrag. aktuell haben wir ja, wie gesagt, du hast es gesagt, die Energiepreise. Dadurch haben wir temporären Preisschocker. Das kann nicht zu dauerhafter Inflation führen, da die Realeinkommen senkt und diese sinkenden Realeinkommen wieder dafür sorgen, dass der Konsum an anderer Stelle sinkt. Also das ist ja der Grund, warum wir gerade so eine schwierige wirtschaftliche Lage haben. Alle Leute geben mehr für Energie aus und die Wirtschaft schrumpft an anderer Stelle. Was glaubst du, sollte der Staat jetzt am besten machen, um das auszugleichen? Oh. Naja, also wenn wir jetzt speziell über die Energiepolitik sprechen, da sind ja schon viele Dinge auch allgemein gesagt worden. Es ist die Frage halt, ob es richtig war, die vier Atomkraftwerke so schnell runterzufahren und sie nicht noch länger am Netz zu lassen. Das hätte den Energiemarkt schon mal deutlich entspannt in Deutschland. Also insofern, ja. Ging hier wo ein bisschen doch die Ideologie vor der wirtschaftlichen Vernunft, ist mein Eindruck. Und das gilt ja auch ganz allgemein. Also ich weiß nicht, ich finde die Grünen so her die Anliegen sind, die Umwelt zu schützen. Ich finde das ja an sich eine gute Sache. Aber ich glaube, dass die Grünen im Moment da nicht die richtigen Konzepte haben, in einer wirtschaftlich schwierigen Situation zu handeln. In wirtschaftlich guten Zeiten ist das in Ordnung, da kann man das machen. Aber man sieht ja, wenn die Lage schwierig wird, trennt sich bei den Grünen die Realität von der Theorie. Meinst du wirklich, dass die so hehre Ziele haben, also beispielsweise Klimaschutz? Na ja, gut, also dass sie ernsthaft die Umwelt schützen wollen, das glaube ich ihnen schon, ja. Aber wie gesagt, das eine ist eben die Theorie und das andere ist die Praxis. Ja, deswegen dann in der Praxis, also um jetzt mal das Gas als Beispiel zu nehmen. Da war das Pipeline-Gas, was wir bisher aus Russland bekommen haben, ja wesentlich klimaschonender, als jetzt Fracking-Gas quer über den Atlantik zu schippern und dann in neu gebauten Terminals. Also die Grünen bauen ja gerade neue Infrastruktur für fossile Energieträger. Das trägt ja nicht zum Klimaschutz bei. Nee, oder du holst dir Gas aus Katar, was mindestens genauso ein Despotenstaat ist wie Russland. Ja, klar, natürlich. Ja, das meine ich ja damit. Das ist das. Aber sie tun es dann trotzdem, wie man sieht, und machen sich denn damit auch noch obendrein unglaubwürdig eigentlich, ne? Ja, klar, also die Situation war, also es ist ja witzig, also ich meine, es gibt ja diesen schönen Clip, wo Donald Trump irgendwie vor 4, 5 Jahren oder so auf einer großen Konferenz gesagt hat, Deutschland macht einen großen Fehler, dass es sich so stark von russischem Gas abhängig macht. Und unser damaliger Außenminister Heiko Maas hat da gesessen und hat sich ausgeschüttet vor Lachen. So als wenn Trump bescheuert ist und Quatsch erzählt. Er hat ja recht gehabt. Also man sieht ja, dass das Ausland schon seit Jahren gesehen hat, dass Deutschland hier einen riesigen Fehler macht, sich einseitig abhängig zu machen von einem großen Staat, was die Gasversorgung angeht. Und jetzt siehst du ja das, und es ist ja tatsächlich so gekommen, ne? Ja, aber das ist ja mehr der geografischen Realität geschuldet. Also das Gas aus Russland war wesentlich kostengünstiger und Ja. Gas durch Pipelines ist auch klimaschonender. Also es gibt ja fundamentale Gründe dafür, dieses Gas eben aus Russland zu beziehen und es nicht über Flüssiggasterminals zu importieren. Ja, gut, aber dann musst du dir im Vorhinein klar sein, ziehe ich es dann trotzdem so durch, auch wenn Russland plötzlich der böse Angreifer auf ein anderes Land ist, oder bleibt es trotzdem weiterhin mein Partner? Also ich muss ja vorher mir schon überlegen, wie weit geht diese Partnerschaft mit Russland? Hat die irgendwann sozusagen eine Grenze? Und darüber hat man offenbar nicht nachgedacht. Man hat sich gedacht, naja, das Gas aus Russland fließt, es ist preiswert, wir können uns gut damit versorgen. Das wird schon irgendwie so gehen. Das war ja eigentlich ein richtiger Gedanke, oder?
Nee, das war kein richtiger Gedanke, weil es wäre von vornherein besser gewesen, sich von verschiedenen Staaten das Gas zu holen und sich nicht auf einen Staat zu verlassen. Weil Russland selber kann ja auch einseitig das Gas abdrehen einfach. Was ja auch passiert ist in dem Sinne. Und dann ist eben die, denn, und da muss ich ja schon gegengefeit sein. Also das ist insofern, das war nicht klug gedacht im Nachhinein. Ja, also Deutschland hat sich ja schon Nord Stream 2 selber abgedreht. Also die Pipeline war fertig gebaut und Deutschland hat sich geweigert, die in Betrieb zu nehmen. Und dann hat Russland als Reaktion darauf Nord Stream 1 dann auch abgedreht über den Sommer 2022. Und dann hat sich diese ganze Diskussion, öffnen wir Nord Stream 2 jetzt, damit beide Pipelines auf sind, dadurch erledigt, dass einfach drei der vier Pipeline-Stränge von irgendwem in die Luft gejagt wurden. Also das war ja so mehr Also oder weniger verstehe der ich dich Ablauf. richtig? Ja, aber verstehe ich dich jetzt richtig, dass du sagst, trotz des Angriffskriegs auf die Ukraine hätte man mit Russland weiterhin normalen Gasgeschäfte machen sollen? Selbstverständlich. Okay. Also Ja, es. gut, die Meinung kann man ja haben. Das verstehe ich auch, weil wir machen auch mit China und Saudi-Arabien unsere Geschäfte und das sind auch nicht gerade die saubersten demokratischen Staaten. Klar, das verstehe ich auf eine gewisse Art und Weise. Ich kann aber auch die verstehen, die sagen, wir können jetzt nicht einem Staat massiv Geld hinten reinstecken, der das Geld dann wiederum verwendet, um ein Land in Trümmern zu bombardieren mit diesem Geld. Auch das kann ich verstehen, ab einem gewissen Punkt. Deswegen verstehe ich ja auch die sehr, zwischen den Stühlen sitzende Haltung von Scholz. Die ist ja oft kritisiert worden, dass er nicht so richtig weiß, wie er sich verhalten soll. Ich kann das verstehen. Ich wäre da auch sehr, un ich hätte da auch Schwierigkeiten, was jetzt der richtige Weg ist und wie man sich da verhalten soll. Ja, aber dieses Argument ist ja schon sachlich falsch. Russland finanziert diesen Krieg ja in russischen Rubel und die kann es selber drucken, wenn es das will. Also da braucht es ja nicht unsere Euro für. Also Russland hat genug Geld, Russland hat genug Ressourcen, um diesen Krieg zu führen. Und da nützt es relativ wenig, ob wir jetzt ein bisschen weniger Gas importieren oder dies halt nicht tun. Also ich habe auch andere Stimmen gehört, die sagen, dass Russland darunter massiv mittlerweile leidet unter diesen Sanktionen. Und Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das ist natürlich, das, ich kann mich nur darauf beziehen, was man so mitkriegt und liest. also es gab Anfang des Krieges tatsächlich einen starken Einbruch in Russland wegen der Sanktionen, aber von diesem Einbruch hat sich die russische Wirtschaft jetzt relativ stark wieder erholt. Die Handelswege von Russland, die werden jetzt umverlegt Richtung Zentralasien, Richtung China. Das heißt, Russland disponiert jetzt auch seine Wirtschaftspolitik um. Und im Endeffekt sind diese Schäden, die durch die Sanktionen verursacht wurden, schon fast wieder ausgeglichen. Nur der Unterschied ist, dass wir jetzt halt wesentlich höhere Energiepreise haben als vorher. Also das ist dann der reale Effekt dieser Sanktionen. Russland und Europa entkoppeln sich, schaden sich gegenseitig, aber für den Krieg hat das keine großen Auswirkungen, da diese Sanktionen Russland nicht groß destabilisieren. Ja, ist eine extrem schwierige Situation. Also ich gebe ganz offen zu, dass ich darauf keine kluge Antwort habe. Das ist wirklich, ich finde, dass beide Seiten jetzt, die über dieses Thema diskutieren, da durchaus auch gute Argumente vorbringen. Und ich finde es ganz, ganz schwierig. Ja, deswegen, du hattest gerade das andere Argument, das fand ich sehr moralistisch. Meinst du, dass es in der internationalen Politik wirklich um Werte geht? Also im Sinne von Angriffskriege sind böse und wenn irgendwer einen Angriffskrieg macht, dann darf man den nicht unterstützen? Oder meinst du, dass es nicht eher um Interessen geht? Natürlich geht es um Interessen, das ist schon völlig klar. Nur die Ukraine ist ja fast schon ein Nachbarland von uns. Nicht ganz, da ist noch Polen dazwischen, aber es ist nicht weit weg. 2 Flugstunden, dann bist du mitten im Kriegsgebiet. Und natürlich ist das ein Konflikt, der, wenn Putin damit erfolgreich ist, möglicherweise noch weiter schwelen wird und sich weiter erweitern wird auf die auf Estland und Lettland und solche Staaten und was weiß ich, was da noch kommen könnte. Und es ist natürlich geostrategisch jetzt durchaus nachvollziehbar zu sagen, wir müssen dem Einhalt gebieten, dass der mit seinem Ukraine-Feldzug da Erfolg hat. Das ist auch in unserem sicherheitspolitischen Interesse.
Meinst du nicht, es wäre eher in unserem sicherheitspolitischen Interesse, also für die Ukraine, wie gesagt, ich finde, dass man wegen so einem Krieg alleine nicht solche Sanktionen erlassen würde, diese Themen würde ich nochmal trennen, aber meinst du nicht, um jetzt das Thema zu wechseln, dass man in diesem Ukraine-Krieg nicht eher eine friedliche Lösung anstreben sollte, anstatt dort auf eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld zu setzen? Ja, natürlich sollte man das. Aber wie soll denn die aussehen? Wenn im Kreml jemand sitzt, der partout das nicht will, was willst du denn da machen? Na, Russland hat ja schon seine eigenen Positionen klargestellt. Also man will dass die vier annektierten Oblasten, dass das anerkannt wird. Man will eine neutrale und demilitarisierte Ukraine. Und man will halt keine NATO-Manöver oder ähnliches auf dem Gebiet der Ukraine. Das sind die wichtigsten russischen Friedensbedingungen. Also das ist doch etwas, über das man verhandeln kann. Ja, und man möchte offenbar, dass die Ostukraine russisch wird, oder was? Die vier annektierten Oblasten, Donetsk, Saporischschja, Cherson und Luhansk. Ja, aber entschuldige mal, stell dir mal vor, wir wären jetzt Deutschland wäre jetzt die Ukraine und die Russen kommen und nehmen einfach mal so Bayern und Baden-Württemberg ein. Und wir als deutsches Volk sollen dann akzeptieren, dass Bayern und Baden-Württemberg russisch werden. Und das ist dann die wunderbare Friedenslösung für uns alle. Also ich kann sehr gut verstehen, dass in der Ukraine gesagt wird, sorry, das ist unser Land und wir möchten unser komplettes Land zurück. Das geht die Russen nichts an. Also entschuldige, also da kann ich die Ukraine verstehen, dass das für die keine Grundlage ist für Friedensverhandlungen. Ja, moralisch mag das alles stimmen, aber die realen Verhältnisse sind nicht so. Also wir sehen jetzt, wie die Frühjahrsoffensive der Ukraine, die jetzt mittlerweile im Sommer immer noch nicht richtig vorangekommen ist, nicht im Ansatz das bringt, was versprochen wurde. Wir sehen, dass Hunderttausende Menschen tot sind und wie viele sollen noch sterben, bis man endlich doch den ohnehin unvermeidlichen Kompromiss schließt. Das ist richtig, aber in der Ukraine ist ja, soweit ich das höre, und ich kenne auch Leute, die aus der Ukraine sind, der Verteidigungs- und Kampfeswillen nach wie vor extrem hoch in der Bevölkerung. Also du arbeitest ja nicht gegen die ukrainische Bevölkerung, wenn du so handelst, sondern dort ist die Stimmung nach wie vor so, dass die mit Händen und Füßen ihr Land verteidigen gegen Russland. Ja, aber jetzt ist die Frage, wieso sollten wir das unterstützen? Wir sollten es unterstützen im eigenen Interesse, um Putin diesem Erfolg nicht zukommen zu lassen, weil das der Anfang sein kann für weitere Feldzüge in Europa, weil dieser Mann ist offensichtlich nicht mehr ganz normal. So. Und wenn da jemand im Kreml sitzt, ich will jetzt keinen Vergleich mit Hitler oder so anstellen, aber wenn da jemand sitzt, der offensichtlich solche Pläne hat und ja, man gar nicht weiß, wo das hinführen soll, dann muss man natürlich dem auch Einhalt gebieten im eigenen Interesse. Ja, ich hatte doch gerade gesagt, wo das hinführt. Also die russische Grenze würde sich ein bisschen nach Westen verschieben und im Grunde genommen würde sich für uns hier nicht viel ändern. Nur halt wäre dieser Krieg endlich vorbei und wir könnten endlich alle Sanktionen aufheben, wir könnten endlich wieder normale Beziehungen mit Russland haben. Also Ja, wirtschaftlich wäre das für uns total von Vorteil. das hast du jetzt gesagt, ja, aber deswegen muss es ja nicht richtig sein. Also Ja, ich aber halte, das ist die ich halte, russische ich, Position. Das ist die ja, es, offizielle russische Position. ja, ist ja schön, dass es die russische Position ist. Mag ja sein. Auch das Dritte Reich hatte bestimmt eine Position. Also, nee, sorry. Also ich halte das für naiv. Ich glaube nicht, dass Putin dann Ruhe geben würde. Ja, Russland war ja schon mal bei Friedensverhandlungen im letzten Frühjahr bereit, einen Kompromiss zu schließen, der noch weiter ging. Also damals, der Kompromiss sah so aus, dass Russland seine Truppen auf die Linien von vor dem 24. Februar zurückzieht und die Ukraine neutral wird. Also das war der damalige Kompromiss. Und nur damals wurde das eben von Großbritannien und den USA torpediert. Sie haben der Ukraine versprochen, wir liefern euch Waffen, wir sind noch nicht bereit für Frieden, ihr könnt ruhig euer ganzes Land zurückerobern. Also das war ja da die Situation. Die Ukraine und Russland waren bereit, Frieden zu schließen, nur der Westen wollte eben nicht. Das wird immer so kolportiert. Es gibt auch, soweit ich höre, Leute, die das bestreiten, dass das so war. Kann ich nicht beurteilen. Natürlich, wenn die Tür offen stand für einen Frieden und die Amerikaner und die Briten haben das torpediert, ist es natürlich skandalös, gar keine Frage. Nee, ich sag jetzt, also jetzt ist es natürlich zu spät. Jetzt wollen weder die Ukraine noch Russland dieses Friedensangebot wieder aufnehmen. Aber
Ich sage das nur, um zu zeigen, dass es eben auf russischer Seite sehr wohl einen Verhandlungswillen gab. Dass man auf russischer Seite eben keine weiteren Feldzüge plant, sondern dass man auf russischer Seite eben auch einen Kompromiss mit den anderen Staaten Europas anstrebt, da Russland sehr wohl weiß, dass es nicht dauerhaft eine Politik gegen die Europäische Union machen kann, ohne dass es selbst massiven Schaden erleidet. Also das hat man ja gesehen, die Wirtschaft ist ja tatsächlich stark eingebrochen durch die Sanktionen. Also der Krieg belastet ja auch Russland enorm. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass das für Russland nur von Vorteil war. Also Russland weiß genau, dass ihm es schaden würde, wenn es sich dauerhaft von Europa abwenden würde. Deswegen ist es ein bisschen naiv anzunehmen jetzt, dass Russland also noch weitere Feldzüge planen würde oder sonst irgendwas. Ja, aber ich meine, was ist denn, warum soll es denn Russland so wichtig sein, dass die Ukraine neutral ist? Was ist, also das ist mir auch ein vorgeschobenes Argument, weil es ist, also ich sehe nicht, dass jetzt, wenn die Ukraine in der NATO wäre, die NATO sozusagen am nächsten Tag irgendwelche Pläne hätte, in Russland anzugreifen. Das ist ja Quatsch. Ja, militärisch, wie ich das verstanden habe, geht es darum, dass dort Raketen mit extrem kurzen Vorwarnzeiten nicht aufgestellt werden. Also das sind ja diese nuklearen Mittelstreckenraketen, wo es auch mal einen Vertrag gab, den INF-Vertrag, der wurde aufgekündigt, dass die nicht mehr aufgestellt werden dürfen und dann würden die halt direkt an der russischen Grenze stehen. Also Ja gut, aber das war. jetzt ist Finnland ja auch in der NATO. Jetzt ist jetzt trotzdem an der russischen Grenze. Ja, wie gesagt, Also. militärisch. Und wirtschaftlich ist halt der Grund, dass das russische Kapital auch auf die Ukraine Zugriff haben will. Also dadurch, dass sich die Ukraine ab 2014 dem Westen zugewendet hat, ist Russland natürlich ein wichtiger wirtschaftlicher Partner abhanden gekommen. Ja, ach so, ja gut. Aber Entschuldigung, das ist ja nun die freie Entscheidung der Ukraine, wo sie sich hinwendet und mit wem sie Geschäfte macht. Ich meine, was ist denn das für ein Argument? Also, Es geht doch hier nicht, es geht doch nicht hier darum, um diese moralische, wer hat eine freie Entscheidung wozu, sondern es geht um die Realitäten. Und die Realität ist, dass russische Soldaten auf dem Gebiet der Ukraine stehen und dort nicht abziehen werden, bis es halt einen Kompromissfrieden gibt. ja, oder sie nicht mehr, sie merken dann, das wird nichts mehr in diesem Leben mit der Ukraine, wir hauen mal lieber ab. Gut, das ist natürlich mehr, da ist eher der Wunschvater des Gedankens, schon klar, das ist sehr kompliziert. Aber, also, ja, also wie gesagt, natürlich, Frieden wäre das Beste für alle und man kann sich nur wünschen, dass das kommt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal jemanden, der im Kreml den Tyrannenmord begeht oder irgend sowas, was weiß ich, keine Ahnung, was da passieren muss. Aber ich finde es schwierig. Ich kann, wie gesagt, die Ukraine selbst kann ich wiederum verstehen, dass sie eigenständig sein muss. Die Ukraine ist ein sehr, sehr nationalistisches Land. Da ist Nationalstolz sehr, sehr groß die sind sehr stolz auf ihre Nation. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass die ein freies Land sein wollen, das auch selbst entscheidet, welchem Bündnis es sich anschließt und das ist natürlich das gesamte Territorium auch behält. Da muss man auch mal aus der Sicht der Ukraine gucken und nicht immer nur sozusagen jetzt von oben herab so rein geostrategisch. Ja, aber auch wenn ein Land neutral ist, ist es ja trotzdem noch frei zu entscheiden, was es sonst tut. Also es wird ja nicht gefordert, eine russische Satellitenregierung oder irgendeine Regierung von einer ausländischen Macht einzusetzen, sondern es wird nur gefordert, dass die Ukraine neutral wird. Also, wenn das jetzt der einzige Forderungspunkt gewesen ist, dass die Ukraine neutral wird, dann stimme ich dir natürlich voll zu. Da hätte man bei der Ukraine sagen müssen: Okay, wir kriegen unser Land zurück, wir sollen neutral bleiben. Der hat die NATO von sich ja auch sagen können: Pass auf, Ukraine, wir nehmen dich nicht auf. Die Tür ist hiermit verschlossen, damit du Bescheid weißt. Denn wär das, dann hätten wir, dann hätten sie ja schon, hätten sie das Problem ja schon gelöst. Also um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Du bist grundsätzlich dafür, dass man Friedensverhandlungen aufnimmt, dass man für einen Frieden in der Ukraine sorgt, aber du bist aktuell der Meinung, dass die russische Regierung dazu nicht bereit ist. Ja, so kann man das zusammenfassen, ja. Und es ist, wie gesagt, eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich glaube, eine Schlüsselrolle käme hier in jedem Fall China zu, die sich ja dann doch eher noch da heraushalten aus der ganzen Geschichte. Weil wenn China auch sagen würde, pass mal auf, liebes Russland,
wir stellen mal unsere Geschäfte jetzt mit dir ein, dann hätte Russland, glaube ich, tatsächlich ein großes Problem. Aber das wird natürlich China nicht machen, weil China ist es scheißegal, was da in der Ukraine passiert. Das ist denen völlig wurscht. Weil du gerade China ansprichst. Aktuell wird ja in Deutschland und in Europa diskutiert, so ein Programm unter dem Namen De-Risking diskutiert. Also, dass wir uns von China abkoppeln und mehr mit unseren Partnern zusammenarbeiten, unseren westlichen Partnern. Was hältst du davon? Also die Abhängigkeit von China ist ja offensichtlich sehr, sehr groß. Und China ist eine absolute Wirtschaftsweltmacht geworden. Insofern halte ich das für ein bisschen naiv. Ja, sehe ich auch so. Beziehungsweise ich halte es nicht für naiv, ich halte es sogar gefährlich für den Wohlstand hierzulande. Wenn wir eh schon so hohe Energiekosten haben, wenn wir eh schon wirtschaftliche Probleme haben, dann auch noch unseren wichtigsten Handelspartner zu vergraulen. Ja, also gerade hier in Hamburg. Hamburg hat eine sehr lange Tradition in Zusammenarbeit mit chinesischen Firmen. Wir haben hier ganz viele chinesische Unternehmen in Hamburg. Wir sind seit langer Zeit Partnerstadt von Shanghai. Also insofern, der Punkt ist halt, viele Jahrzehnte war das nie ein Problem, weil China halt wirtschaftlich nicht so eine große Rolle spielte auf der Welt. Aber die haben halt in den letzten 30, 40 Jahren so stark an Bedeutung zugenommen und so ein extremes Wirtschaftswachstum gehabt, dass sie jetzt einfach plötzlich die hiesige Wirtschaft merkt, ach du Scheiße, das ist ja eine Konkurrenz geworden. Die sind ja mittlerweile viel größer als wir. Und dadurch ist natürlich die Situation eine ganz andere. Ne? Früher konntest du natürlich sagen, ja, wir machen mit China halt Geschäfte, aber das hat ja jetzt keine weitere Bedeutung. Aber jetzt hat es halt eine große Bedeutung, ja. Ja, aber da kann die Antwort ja nur sein, selber bessere Technologien zu entwickeln, selber durch Wettbewerb auf dem Weltmarkt erfolgreicher zu sein und nicht durch Protektionismus sich abzuschotten beziehungsweise irgendwie Sanktionen nur gegen chinesische Firmen zu erlassen oder so, was die USA ja beispielsweise gerade gegen Huawei machen. Ja. Ja gut, man muss natürlich aufpassen. Natürlich sind die Chinesen sehr clever und kaufen sie überall ein. Aber das würde ich bei einem demokratischen Staat, das würde ich bei den USA genauso sagen. Du musst immer aufpassen, dass ein Land nicht sozusagen Überhand gewinnt in der Weltwirtschaft. Das gilt für jeden Staat. Ne? Also deswegen die Diskussion, die wir hier hatten in Hamburg, hast du ja sicherlich mitbekommen, als die Chinesen von dem ein Terminal 25 oder zunächst 35% erwerben wollten. Das ist überhaupt nichts Dramatisches. Also die Chinesen sind natürlich interessiert daran, an solchen Unternehmen auch Anteile zu haben, um sich auch die Seefahrtswege zu sichern und die Häfen auch ein Stück zumindest mit Einfluss zu haben. Aber das machen ja andere Staaten genauso. Das ist völlig normal. Aber natürlich, wenn du dir zum Beispiel in Griechenland Piräus anschaust, da hat ja China nicht nur Unternehmen übernommen, die haben den ganzen Hafen, die ganzen Grundstücke hat China gekauft. Und wenn du in Piräus guckst in Griechenland, da wehen mittlerweile chinesische Flaggen. Also das ist auch ein Ausdruck von Stärke. Die Chinesen betonen auch in Piräus, wir sind hier die neuen Machthaber. Und da ist natürlich ein Punkt erreicht, wo ich mir sage, das geht natürlich nicht. Aber das würde ich genauso sagen, wenn da plötzlich amerikanische Flaggen wehen würden. Deswegen muss man natürlich aufpassen, und das ist in Hamburg ja der Fall, dass man natürlich den Grund und Boden des Hafens natürlich in eigener Hand belässt. Das gehört alles der Stadt Hamburg. Davon darf man nichts verkaufen an andere Staaten. Sondern es geht nur um Anteile bis zu einem gewissen Prozentsatz an Unternehmen. Und das ist wirtschaftlich ein völlig normaler Vorgang. Ja. Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Also der Punkt, den du gerade ansprichst, kritische Infrastruktur sollte möglichst in inländischer, wenn sie zu kritisch ist, auch in staatlicher Hand bleiben. Das meinst du, oder? Ja, natürlich, ja. Das sehe ich so, ja. Und denn Piräus, das ist ein sehr interessantes Beispiel, da hat nämlich Griechenland wegen seinen Sparprogrammen wurde gezwungen, riesige Anteile an seiner Infrastruktur zu verscherbeln und sollte dort Dutzende Milliarden erlösen. Am Ende ist da viel weniger rumgekommen, als man sich ursprünglich gedacht hat, eben weil ein Land in der Wirtschaftskrise halt nicht so hohe Preise verlangen kann, sondern die zu Schleuderpreisen auf den Markt werfen muss. Und dann können sich natürlich ausländische Investoren, die strategisch agieren, die dann noch in 20, 30 Jahren eine Rolle spielen wollen, die können da natürlich zuschlagen. Also da sind wir Europäer
komplett selber dran schuld im Piräus. Ja, und da muss man einfach den Chinesen zugestehen, die waren einfach extrem clever und weitsichtig in dem Moment. In einer Situation, wo keiner mit Griechenland Geschäfte machen wollte, nach dem Motto Pleitestaat und so weiter, hat China gesagt, passt mal auf, wir kaufen euch das alles ab, wir geben euch ordentlich Kohle dafür. Und man muss ja auch sagen, soweit man hört, hat ja auch der Hafen von Piräus einen technologischen Sprung nach vorne gemacht. Das hat ja Griechenland selbst nie hinbekommen. Also der ist ja wahnsinnig modern geworden, dieser Hafen dadurch. Das ist ja auch wiederum ein Vorteil natürlich. Und gut, was auch wiederum man so hört, die Chinesen scheinen extrem darauf zu achten, dass die ganzen Zuliefererfirmen auch möglichst chinesische Firmen sind. Also die griechischen Unternehmen haben da offenbar nicht so viel davon. Natürlich ziemlich fies. Auf der anderen Seite aus chinesischer Sicht auch wiederum nachvollziehbar. Ja, da hätte man, bevor man diesen Kaufvertrag unterschreibt und den Chinesen das überlässt, vielleicht zumindest ein paar Bedingungen in den Vertrag schreiben müssen. Aber Griechenland war wahrscheinlich einfach froh, dass sie für gutes Geld das verkaufen konnten und damit ihre Situation verbessern konnten. Griechenland war da gar nicht so froh. Also die wurden ja von der EU mehr oder weniger dazu gezwungen, also ihre Infrastruktur verkaufen zu müssen, um Kredite zu bekommen. Also Griechenland wollte das ja eigentlich gar nicht, aber ja. Sie wurden dann... Ja gut, ja klar, okay, natürlich. Aber wie gesagt, sie waren unter Handlungszwang und waren in dem Moment froh, in dem Sinne, dass sie tatsächlich dann auch hier mit China einen Käufer hatten, der gutes Geld bezahlt hat. Um wiederum die Bedingungen der EU zu erfüllen. So, das als Nachsatz dennoch quasi. Also um mal dieses Beispiel zu nehmen, findest du, dass die EU da in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein, beziehungsweise ein bisschen strategischer denken sollte, wenn es um Infrastrukturprojekte geht? Sei es jetzt um den Verkauf von Infrastruktur oder um den Aufbau neuer Infrastruktur? Ja, natürlich. Also man muss immer schauen, dass man die langfristigen Perspektiven im Blick hat, dass man eben nicht nur sagt, oh, jetzt gibt's einmalig kurzfristig jede Menge Kohle, aber langfristig ist das für uns eher eine falsche Entscheidung. Ja klar, natürlich. Also und wie wir ja schon besprochen haben, gerade wenn es um kritische Infrastruktur geht, die man auf keinen Fall aus der Hand geben darf, weil man damit eben auch die Handlungskontrolle ein Stück weit aus der Hand gibt. Das ist völlig klar, da muss man immer drauf achten. Ja, also man sieht das ja in China, dass dort durch strategische Industriepolitik tatsächlich die Technologieführerschaft in wichtigen Sektoren angestrebt wird, also dass die Politik da strategisch drauf hinarbeitet. Hier in Europa können wir Vergleichbares nicht erkennen. Also man sieht jetzt, wie jetzt ein bisschen planlos in Deutschland horrende Subventionen an einzelne Chipsfabriken ausgezahlt werden, ohne dass das wahrscheinlich Europa zu einer führenden Macht in der Chipsproduktion machen wird. Also wir sehen wieder so ein bisschen Stückwerk. Jeder Nationalstaat macht etwas, so viel wie er gerade kann oder will. Und es gibt keinen einheitlichen europäischen Plan. Ja, das scheint so zu sein. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Also das bringt uns jetzt mal zum letzten Thema. Wie siehst du die EU? Sollte man die abschaffen, reformieren oder ist die so gut, wie sie ist? Also abschaffen auf keinen Fall. Ich finde die EU eine sehr gute Institution und bei allen bürokratischen Wahnsinn, den ich auch kritisiere, den ich auch für unnötig halte. Also ich finde auch, dass mehr Kontrolle wieder in die Nationalstaaten zurück sollte. Also die EU hat da doch mittlerweile eine ganze Menge Einfluss, was viele Politikfelder angeht, wo ich mir sage, sorry, das sollten doch die Staaten bitte noch selbst entscheiden, wie sie das machen. Also was weiß ich, wie krumm muss eine Banane sein oder keine Ahnung. Das sind ja die irrsten Vorschriften, die es da gibt. Das halte ich auch für falsch. Da ist ein Bürokratiemonster entstanden in den letzten Jahrzehnten, das nicht gut ist. Aber dass die EU natürlich als Block zusammenarbeiten sollte, gerade auch gegen China, gegen Russland, gegen die USA auf der anderen Seite, das finde ich schon richtig. Ich finde auch eine gemeinsame europäische Armee, finde ich sehr, sehr klug und sehr richtig. Die natürlich dann vor allem an den Außengrenzen der EU dann eben platziert wird.
Aber bei Das der finde hätte ich. ich Sorge, dass sie missbraucht wird. Siehst du da die Gefahr nicht? Also, dass diese europäische Armee, die jetzt viel stärker ist, wäre als die Armeen, die aktuell die Nationalstaaten haben, dass die dann neue Kriege führt? Also, dass, wenn man das nicht vernünftig reguliert, also die EU ist ja gerade relativ undemokratisch, dass dann neue Kriege entstehen, dadurch, dass Europa zu so einer neuen Militärmacht aufsteigt. Ne, gut, dann muss es eben reguliert werden, das ist ja völlig klar. Und natürlich müssen auch die einzelnen Staaten da auch ein Mitspracherecht haben, bevor irgendwo ein Krieg entfacht wird, das ist ja völlig klar. Nein, natürlich muss diese Armee ein Verteidigungsbündnis in erster Linie sein, das ist ja völlig klar. Also, Das heißt, aber die Gefahr sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, das mag sein, aber mir geht es darum, dass es natürlich Sinn macht, dass hier wir ein, wenn wir, wenn wir es als einen gemeinsamen Block betrachten, natürlich dann die Außengrenzen das Entscheidende ist, um sozusagen da Armeen zu platzieren und dass jeder Staat seinen Beitrag dazu leistet. Du bist für eine Armee, aber die sollte halt nur zur Verteidigung eingesetzt werden und nicht irgendwelche militärischen Abenteuer in anderen Teilen der Welt. Also sowas wie der Afghanistan-Einsatz. Sowas sollte eine EU-Armee nicht machen, oder? Gut, also was Afghanistan angeht, klar, hinterher ist man immer schlauer. Also das hat ja nun überhaupt nichts gebracht nach 20 Jahren. Kaum sind die weg, hat die Taliban wieder die Macht, genau wie 20 Jahre vorher. Das war natürlich völlig absurd. Damals, nach 9/11, war es ja so, dass in Afghanistan diese Ausbildungscamps für Terroristen betrieben wurden. Und es war richtig im eigenen Interesse, diese Ausbildungscamps, keine Ahnung, in dem Boden gleich zu machen und zu bombardieren und da irgendwie das zumindest zu tun. Aber das wäre es auch gewesen. Also nachher zu argumentieren, ach, seit wir da jetzt in Afghanistan sind, können ja die Mädchen wieder zur Schule gehen. Da habe ich gedacht, okay, darum sollte es eigentlich nicht gehen bei diesem Einsatz, sondern es ging erstmal darum, dass dort von Afghanistan zu der Zeit eine terroristische Gefahr für die Welt ausging und dass man dem natürlich auch im eigenen sicherheitspolitischen Interesse Einhalt gebieten musste. So, bis dahin wäre ich mitgegangen, aber das, was dann daraus wurde, war natürlich völlig absurd und völlig naiv. Naja, aber das auf Afghanistan, der Angriff 2001, Enduring Freedom, das war schon ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Also dafür gab es kein UN-Mandat oder so. Reden wir jetzt von Irak oder reden wir von Afghanistan? Ich Wir meine, reden von Afghanistan. Afghanistan. 2001 für Enduring Freedom gab es kein UN-Mandat. Das war ein Angriffskrieg. Also sowas, also das habe ich jetzt als Beispiel für einen Angriffskrieg genommen. Also sowas sollte die EU-Armee meiner Meinung nach nämlich auf keinen Fall machen, wenn es sie denn gäbe. Ja, gut, also bei Afghanistan, da war ja auch Deutschland damals ja auch dabei und andere Staaten ja auch. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, welche Rolle die UN dabei gespielt hat. Ja, natürlich. Also es war ja auch ein Desaster und daraus sollte man ja auch lernen. Das ist völlig klar. Nur wir waren ja damals alle. Welchen Jahrgang bist du? Wann bist du geboren, wenn ich frage? 2001. Okay, gut. Ich hab's ja aktiv miterlebt. Ich war ja schon ein erwachsener Mensch zu dem Zeitpunkt. Und wir alle waren natürlich völlig geschockt von dem, was da passiert ist. Und natürlich war die Stimmung so, dass man gesagt hat, wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir solche Terroristen, die da in die ganze Welt rausgeschickt werden, dass wir das natürlich auch bekämpfen. Und es war damals als eine riesige Gefahr betrachtet worden, was sich da möglicherweise entwickeln könnte. Und aber wie gesagt, aus heutiger Sicht ist es natürlich ein Desaster, dieser ganze Krieg, und man hätte sich getrost sparen können, ja. Ja, und die Taliban haben ja auch Verhandlungen angeboten. Man hätte also auch die Auslieferung der Al-Qaida-Führer auf friedlichem Wege erreichen können. Man hätte da nicht gleich Bomber schicken müssen. Man hat ja schon vor 9/11 mit den Taliban verhandelt gehabt, dass sie Osama bin Laden ausliefern. Aber Ja, dann aber haben die USA halt Bomber geschickt und dann haben die Taliban gesagt, so, jetzt verhandeln wir nicht mehr, wir lassen uns hier unser Land nicht bombardieren. naja, aber die Also, das war ja Taliban, die Vorgeschichte. entschuldige bitte, die Taliban, denen darfst du nun überhaupt nicht trauen. Das sind Banditen. Also du siehst doch Die jetzt genau auf. US-Regierung nicht? Also, Ja, du so siehst doch provokant jetzt. Frage, aber.
Ja, aber entschuldige mal, du siehst doch jetzt, als der Abzug vollzogen wurde, haben sie doch auch gesagt, ja, Frauen werden weiterhin die Rechte haben, die sie auch vorher hatten. 3 Monate später waren die Rechte einkassiert. Die Taliban, die darfst du doch null über den Weg trauen. Also das ist wirklich, mit denen zu verhandeln, entschuldige, mit Verbrechern verhandelt man nicht, tut mir leid, mit Terroristen auch nicht. Dass die Taliban Verbrecher waren, hat den Westen die ganzen Jahre vorher, als sie mit Waffen beliefert hat, überhaupt nicht gestört. Und das ist eine andere Geschichte, da hast du vollkommen recht, ja, natürlich. Solange sie nützlich waren, hat man sie gerne beliefert, völlig klar. Das war mit Saddam Hussein ja nicht anders. Und das ist in der internationalen Politik halt so, dass man auch mit Verbrechern verhandeln und Abkommen erreicht. Okay, das wollte ich gerade sagen. Das ist übrigens der viel schwierigere und schwerwiegendere Konflikt gewesen, nämlich den Irakkrieg anzufangen. Und da muss man ja immerhin Schröder zugestehen, dass er damals das auch vollkommen richtig gesagt hat, weil dieser Krieg war ja nun wirklich, der hat ja nun wirklich so viel kaputt gemacht in der Region, der und so viel, das war ja sowas von falsch. Und das ist, dafür müsste man normalerweise müsste man den Bush, der heute Golf auf seiner Ranch in Texas spielt, den müsste man im Grunde genommen dafür wirklich in Den Haag vor Gericht stellen und einkerkern dafür. Weil das war ein ganz schweres Verbrechen, dieser Angriff auf den Irak. Und da gab es überhaupt keinen Grund dafür. Mit gefälschten Beweisen hat man das Ganze untermauert. Und es hat wirklich so viel ausgelöst an Unruhen in dieser ganzen Region, dass man, die wir ja heute noch spüren. Der ganze scheiß Islamische Staat ist ja hinterher entstanden und was weiß ich. Also das ist ja wirklich, also das kann man ja nicht fassen, sowas. Also gut, ich sehe den Irakkrieg, den lehnst du noch wesentlich mehr ab als Afghanistan, dann nehme ich den jetzt mal als Beispiel. Also würdest du sagen, die EU-Armee sollte sich auf keinen Fall an sowas wie dem Irakkrieg beteiligen? Ja, natürlich. Ja, klar. Es wurde ja damals auch gesagt. Und es wurde ja auch gut begründet, weil es gab dafür keinen Grund. Nur zu sagen, Saddam Hussein ist ein Despot, ja, dann kannst du die halbe Welt angreifen mit dem Argument. Also da gibt es auch noch andere Staaten, die man dann angreifen müsste. George Bush Senior hatte noch eine Rechnung offen mit dem. Und das war eine persönliche Vendetta. Um die ging es da bei diesem Krieg. Und das ist ja auch erkannt worden. Also Frankreich und Deutschland haben sich ja massiv gewehrt dagegen, dass dieser Krieg stattfindet. Also insofern, das hat man damals ja auch gesagt. Und es war ja auch ganz offensichtlich. Massiv gewehrt, sie haben nicht zugestimmt. Also das war jetzt nicht massiv gewehrt. Also Deutschland hat trotzdem die US-Soldaten, ja, die nach dem Einsatz im Irak hier anlandeten. Nochmal, jetzt habe ich dich nicht verstanden gerade. Was hätten sie denn tun sollen? Sie konnten gar nichts tun. Also das muss man ja jetzt so sagen. Ja, genauso wie wir aktuell nicht in der Ukraine tun können. Aber das ist, da sind wir jetzt wieder beim Thema von vorhin. Bevor wir hier jetzt noch eine halbe Stunde über Krieg und Frieden diskutieren, würde ich sagen, wir haben jetzt eine Stunde geredet. So schließt sich der Kreis, genau. Es war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Also die meisten meiner Zuschauer kennen dich wahrscheinlich, aber ich sage trotzdem nochmal, wo du zu finden bist. Massengeschmack TV, das ist ein Internetbezahlsender und ein YouTube-Kanal. Und richtig, du hast vor kurzem auch ein Buch geschrieben. Das kannst du jetzt auch noch mal kurz vorstellen. Worum geht's da? Ja, das habe ich zufällig auch hier liegen. Ein Roman habe ich geschrieben. Hashtag DDR heißt der, genau. Und es ist ein Gedankenspiel, nämlich, dass es spielt in der Gegenwart im Jahr 2023. Aber die deutsche Einheit hat nie stattgefunden. Es gibt immer noch den Kalten Krieg. Also wir reden von der Sowjetunion, die es noch gibt. Die Ukraine ist noch Teil der Sowjetunion. Also alles ist noch wie in den 80ern. Nur wie wäre das denn heutzutage in Zeiten von Internet und Digitalisierung? Das ist sozusagen. Und da wird eine Geschichte drumherum gestrickt um dieses Gedankenspiel. Jo, klingt interessant auf jeden Fall. Naja, in diesem Sinne verabschieden wir uns bei euch und ciao. Ciao.